Und herzlich willkommen wieder bei Strategie Command 1939 Szenario gegen Dudemin. Mal sehen, wer am Ende der Runde noch lebt in der Bretagne. Ist der eine Kanadier, der Saku noch rausgekommen ist, fand ich lustig. Den Hauch einer Chance auch so gegen seine Erfahrenen einbetten. Weil selbst wenn unsere Leute noch Versorgung und alles gehabt hätten. Wie viel Schaden seine Bomber da ziehen, also. Wenn man so sagen darf, ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Flugzeuge, obwohl wir die gleichen Upgrade-Stufen haben, nicht so viel Schaden ziehen an seinen Flugzeugen. Ja, auch in Mittelluftabwehrwaffen in dem Bunker mit Flak, die da. Verzeihung, mit Flak, die da beschützt, das scheint völlig egal zu sein. Das müsste halt einfach die Erfahrung sein und da könnte man entweder nur mit extremster Masse gegen ankämpfen. Ja, gibt eigentlich kein Oder. Dann müsste man mit extremster Masse gegen ankämpfen. Die nationale Moral ist natürlich auch eine gewisse Stufe, wobei die Briten sind da gar nicht so schlecht wie vielleicht sonst. So, schauen wir uns das mal an. Wenigstens die Insel wieder frei kriegen, das wäre doch mal was. Ja, Großbritannien verlegen, Notfallplan. Ja, wenn dann nach Kanada, Kairo ist ja auch gleich platt. Oder zumindest relativ bald platt. So, den könnten wir schon kriegen. Der da könnte komplizierter werden. Und ihr haltet da oben noch die ganzen Orte. Gut, dann schauen wir mal. Der, ja, der könnte komplizierter werden. Ist auch kein 1-0 nehmen bei einem mittleren Bomber, der nur 2 Lebenspunkte hat. Hat schon mal ein gutes Stück weiter demoralisiert, aber das reicht alles nicht. Geht halt auch Kommando und alles. Strategische Bomber könnte den Ort platt schießen, aber das hilft jetzt gerade auch nicht so viel. Hinter hatten wir schon mal einen Treffer. Hätten wir noch einen Treffer. Ihr kommt da nicht ran. Ja. Moment lang vielleicht so aus, ihr kämt da noch ran. Wird es ein beachtenswertes 0:0. Musst aber eigentlich auch auf deinen Ort da ein wenig aufpassen. Dann ja, du könntest dran, dann rückst du davor, rückst da an den Ort. Dann werden wir ihn nicht so recht kriegen. Müssen wir ihn vielleicht zustellen.
aber gleichzeitig auch den Ort da abriegeln. So, gehen wir mal auf Nummer sicher und sonst konzentrieren wir uns da auf den da unten auszukriegen. Ein einziges Jagdflugzeug ist fit, das sagt wohl auch einiges. Einiges über den Zustand aus. Und selbst wenn die... Man hat ja die Zahlen gesehen, die werden zusammengeschossen. Auch wenn wir die gleichen Upgrade-Stufen haben. Es ist einfach die Erfahrung und die nationale Moral. Da kommt man kaum gegen an. 5 zu 5, aber egal, hau den raus. Das war nicht ganz 5 zu 5. Die Prozentchance vernichtest du den. 02, da ist doch noch irgendwo ein feindlicher Jäger dran. So, immerhin. Die Insel relativ feindfrei und trotzdem sind weiterhin die meisten Orte hier noch gesichert. Die meisten, wenn sie macht, da reinlaufen. Mal zur Seite, damit da eine reguläre Einheit rein kann. Ja, dann macht noch ein paar Jagdflugzeuge fit. Für den nächsten Zug. Zumindest ein paar fliegen. Du läufst erstmal noch ein paar Schritte in Sicherheit und dann einfach mal gucken. Ihr könnt nicht mehr viel tun, außer noch versuchen, den da rauszuhauen. Einer pseudopsychologischer Erfolg. Und ihr werdet versuchen, auf epische Weise zu entkommen. Keine Ahnung, ob das klappt. Die könnte man noch alle hochheilen, aber was man eher bräuchte, wären Bodentruppen ohne Ende, um die Insel zu befestigen. Gepaart mit der Frage, wo man die denn bitte her... Also, ne? So. Und bei den ganzen neuen U-Booten lieber erstmal keine Upgrades, ehe die am Ende alle nur stumpf drauf gehen. Und Ägypten wird halt auch total überrannt werden. Die haben zwar keine Versorgung hier vorne, aber das stört sie leider nicht. Also die Moral ist zwar bescheiden, aber die Bereitschaft immer noch hoch ohne Ende. Und selbst unsere gut versorgte und kommandierte Einheit kann da... Oh, die hat auch keine Moral und ziemlich viel Bereitschaft. Aber von der Idee her können sie da nicht stark mithalten. Na gut, dann brechen wir uns wahrscheinlich da rein. Gut, so als ob ihr das alles noch einen Moment halten könntet. War nett, euch gekannt zu haben. Ja gut, jetzt ein Flugzeug reinverlegen ist eh eine schwierige Sache. Und das wirklich will. Tja, und die Sowjets, die haben nun ihre eigenen Probleme. Ach, da hast du doch den Kontakt. Aber gut, ich finde es immer ganz beruhigend, wenn die Grenze noch so ein bisschen zurückgeschoben ist hier und da. Dann sieht man zumindest noch ein bisschen mehr. Und der Gegner sieht halt weniger. Aber die stehen hier oben auch nur noch in ihren letzten Verteidigungspositionen. Und warten ab. Taktischer Bomber. Hab ich bestimmt nicht gekauft in dieser Situation. Muss wohl auch so reingekommen sein. Hey, wir könnten sowjetische Panzer kaufen, wenn die irgendwann die nächste Stufe haben. Gehen eh die Ideen aus, was helfen könnte. Ach komm, falsche Mega, die wahnsinnig abenteuerlich abgeworfen werden und dann kommen wir zum nächsten Zug, das Ende an in der Bretagne. Jetzt natürlich noch mit den Schiffen. Na gut, ich weiß nicht, ob die hier oben Jagdschutz haben. Eigentlich ja nicht, aber dann tauchen die wieder und die ganzen Scherze. Du könntest den Ort hier vielleicht doch mal zerlegen, so, dass
Hat. Ja, und ansonsten versucht euch hier erstmal ein bisschen Sicherheit zu bringen. Wir haben ja auch gesehen, vorhin auch schon ein italienisches Schiff irgendwo draußen ist. Ja, natürlich auch noch ganz regulär erstmal in einen Hafen reinfahren. Da wird schon schief gehen. Ach, ich glaube, wir können den Zug einfach beenden. Und damit dann an dieser Stelle weiter vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten. Schaut auch bei Tutman rein und bis zur nächsten Folge. Bis denn. Thank you.